Ein großes Auto, sagt er. Ist ein großes Auto. Guck mal, ein großes Auto. Ja, unser 23. Das Maß ist voll bei strahlendem Regen. Egal, spielt keine Rolle für uns. Ich freue mich auf Norbert Heisterkamp und Philipp Eisenblätter. Ich glaube, es wird ein kunterbunter, interessanter Abend. Lassen wir uns überraschen. Ausverkauft, bis auf 3 Karten, glaube ich. Aber es wird heiß, trotz des Regens. Guten Abend, Maas! Guten Abend, Dienstlaken! Die Lampen gehen an! Schön, dass ihr da seid! Boah! Ja, Maas ist voll. Freue ich mich. Mich, Melvin. Schön, dass du da bist. Melvin Schulz-Menningmann. Ja? Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll, so voll, mit Norbert Heisterkamp. Ist, brauchst du nicht. So, jetzt hier wieder das Übliche, was wir immer für die Presse machen. Das gibt's gar nicht. Ein Stolperknaben schon für Norbert. So, egal, der hat mir zwar, ja, also kannst du, da kommst du aus der Nummer, kommst du nicht raus. Tschüss. Ist im Abgang sehr scharf. Oh. Ja, schmeckt mir gut. Draufgesetzt und haben uns dann die Kulisse gezeigt in Köln, wo wir alles Atze gedreht haben. Und dann sind wir durch die Kulisse gegangen und dann hatte ich Muffe. Das Maß ist voll. Fanclub, würde ich mal einfach sagen, auf die Bühne, denn die haben dir ein Geschenk mitgebracht. Oh. Und da würde ich jetzt mal sagen, ja, ich finde Geschenke ja gut. Kommt einfach mal rauf. Ja, lieber Norbert, grundsätzlich ist es hier so Uso oder Stolperknabe, dass wir dem Ehrengast immer ein Trikot von unserem Fanclub überreichen. Ja. Und das bist nur du natürlich auch ein Ehrengast und dementsprechend kriegst du auch so ein tolles Trikot. Ich sage vielen Dank dafür. Gerne. Und in diesem Atemzug dem lieben Moderator würden wir auch mal gerne ein Ehrentrikot überreichen, weil du gehörst ja auch zu uns oder auch das zu dir und dementsprechend bekommst du auch eins. Oh, aber es steht das Gleiche drauf. Vielen herzlichen Dank. Und hin, Ehrenmitglied. Schau mal hier. Hör mal, da haben wir zwei. Also er muss es jetzt aber nicht anziehen, aber im Urlaub, im Urlaub kann er es anziehen, Strand. Oder? Ja? Gut. Also. Ich werde es posten. Ja. Ich sehe jetzt gerade, Norbert, eigentlich wollten wir dir die Schuhe auch übermitteln, aber das ist jetzt 39. Damit so lacht ihr denn? Dann sind wir falsch, oder? Das könnte passen, ich muss ja nur die Fußnägel schneiden. Okay, aber was noch gar nicht rauskommt, ist vielleicht kann, weil unser Kameramann, der hat hier sich so viel Mühe gegeben und ich habe die Schuhe auch wieder an, weil ich finde die total bequem. Aber hier sind so viele Ornamente, das ist so ein kleiner Hommage auch an Dienstlaken. Und vielleicht könntest du mal, ich halte dann so lange die Kamera, könntest du dann mal... Du Kamerakind? Ich mache dann Kamerakind, ja. Kamerakind Roland. Ja, Kamerakind Roland. So, und dann mache ich das von der Stelle. Und dann würde ich dich doch mal bitten, da ist das Mikrofon, dann erklär doch mal bitte, denn das ist ja auch unsere Stadt, ja, was denn für Ornamente auf diesem Schuh sind.
Ja, genau. Wie mich wahrscheinlich einige kennen, ich bin der Kai. Viele Bilder von mir kann man zum Beispiel auch auf Facebook sehen. Und eigentlich bin ich Lokalpatriot durch und durch. Und dann habe ich mir gedacht, Dienstlaken bräuchte eigentlich mal einen schönen Schuh, wo dann halt gewisse Sachen, die man so als Dienstlaken eigentlich kennt, wie zum Beispiel Wassermühle, Vosswinkelshof. Dann haben wir hier noch den Schacht 2 aus Lohberg zum Beispiel drauf. Ich habe auch noch ein zweites Modell, das weiß der Roland gar nicht. Aha. Ich bin immer so spontan. Es gibt auch noch in anderen Farben, habe ich. Genau, hab ich und zwar, da hat die Stadt Dienstlaken mir auch nach Anfrage die Erlaubnis gegeben, das Stadtwappen dann halt dementsprechend auch benutzen zu können. Sind halt so für mich die Lokalpatrioten-Schuhe. Und ich habe gedacht, Dienstlaken bräuchte davon mal ein paar. Die kann man käuflich erwerben, wer Interesse haben sollte. Sehr gut. Also die gibt's aber nicht bei Amazon. Da geht man schon zu dir, nehme ich an, und dann wirst du sagen, wo es die gibt, ne? Genau, also... Ja, Heimatshopping, Stichwort, ne? Zum Beispiel, ja, mein Kooperationspartner im Internet ist Druck im Pott. Da kann man die dann auch online bestellen, dementsprechend die Schuhe. Vielen herzlichen Dank, ja. Ich hab's gedankt. So, wenn ich jetzt schon mal Kamerakind bin, ne? Wie ist jetzt der Duisburg-Song entstanden? In der 903, in der Straßenbahn oder? Nee, überhaupt nicht. Und ich wurde oft gefragt, wie ist das Lied entstanden? Und ich habe wirklich nicht gesagt, so, ich setze mich jetzt hin, schreibe ein Lied über Duisburg. Ich glaube, das ging eher so davon aus, also wenn ich Lieder schreibe, dann habe ich irgendwie eine gewisse Melodie im Kopf und dann geht es über Improvisieren. Und das heißt, die Zeilen, die irgendwie so als erstes kommen, die sind ja auch tief in mir drin. So, und dann hatte ich diese Idee der Fahrt mit der 903, dieser fiktiven durch die Duisburger Stadt und auch durch die Geschichte. Wer kennt denn Philipp Eisenblätter? Das sind gar nicht so viele. Ah, es sind nur welche, aber man kennt dich. Wie schaffe ich jetzt den Bogen? Wollen wir jetzt das Duisburg-Lied erst noch mal ein bisschen ja, ne? Da warten noch alle drauf, ne? Ich muss sagen, ich bin gern hier bei dir. Ich will your heartbeats. Hand aufs Herz, ich bin ein Duisburger. Und mein Herz, das schlägt nun mal hier. Mein Herz schlägt nun mal hier. Vielen Dank. Philipp Eisenblätter, vielen herzlichen Dank. Es gibt halt, das finde ich das Besondere am Ruhrgebiet, also sind nicht, wir haben vielleicht nicht diese riesen Hotspots, aber wir haben irgendwie Treffpunkte, ob es eine Trinkhalle ist, vielleicht auch ein Parkplatz oder so. Aber wichtig ist irgendwie der Moment. So. Fantastisch, Heimat, ja. Also mit 7 oder so dann ankam und sagte, oh Papa, ich möchte gerne auch mal abgeseilt werden. Ja, habe ich oben das Dachfenster aufgemacht und habe die dann vom Garagendach oben aus dem Nichts, habe ich sie abgeseilt und dann kam meine Frau dann irgendwann um die Ecke und sagte dann, du, die Autos auf der Hauptstraße fahren schon langsam, ich soll mir das Fenster schließen. Schön, dass du bei uns bist, Norbert. Schön, dass du bei uns bist. So, und dann habe ich Otto kennengelernt, er saß dann neben mir in der Maske auf einmal und sagte, Ralfi, du, soll ich den Tee machen? Soll ich den Tee machen? Sagt er, ja. Und ich saß da. Ja. Otto fragt mich nach dem Tee. Aber Otto ist so ein lieber, aber, so ein toller Mensch. Faszinierend. Der kann gar nicht, wenn der das was, Zeug wenn ist der, gut. Wenn der was nehmen würde das und Zeug ich wüsste gut, was, ja. Ich würde es mir auch reinschrauben. Firma. Irmgard und Norbert Heisterkamp und Freunde und der Doktor und ihr alle. Fantastisch, ja. Der vorne ist ein Bild von Mars drauf, dann die Geschichte. Die Kneipe und hinten ist das Stadtwappen von Dienstlaken drauf. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen euch daran erinnert. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank auch an das Publikum, an den Fanclub, an das Thekenpersonal.
Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich und wir freuen uns, euch wieder am 13. November 2019, wieder einen Mittwoch hier im November 13. Herzlich willkommen zu heißen. Es wird sportlich, denn es kommt Sven Pistor. Der WDR2-Moderator von Alle gegen Pistor. Also das wird, glaube ich, ein Kracherding werden. Ja, also wer Fußball nicht mag, so ich glaube, du bist nicht so fußballaffin, aber du darfst trotzdem kommen. Doch, ich kenne Fußball, der ist rund, ne? Ja, genau. Also Sven Pistor, 13.11.19, jetzt schon Karten bunkern. Soweit ich das weiß, glaube ich, gibt es die schon irgendwie morgen bei dienstlaken-stadtveranstaltungen.de. Habe ich das schon gesagt? Vielen Dank, Norbert Heisterkamp. Der Riesenapplaus zum Schluss. Und Dankeschön, Philipp Eisenblätter. Wahrscheinlich habe ich das schon dreimal und fünfmal gesagt, aber schön, dass du da bist. Zeit zu gehen, meine Koffer sind gepackt. Die Zeit der fliegenden Teppiche ist vorbei. Keine Fragen, keine Lügen und kein Sonntagmorgen mehr zu zweit. Kein Herz auf dem beschlagenen Spiegel zum Liebesbeweis. Und immer wenn Schnaps getrunken